Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Mob-Verschauung vom Fend822. Ich darf euch natürlich wieder recht herzlich mit begrüßen, dabei zu sein, Leute. Und bevor wir natürlich jetzt irgendwie losstarten, muss ich natürlich erstmal noch die Hühner abkassieren, die Eier, damit wir auch wieder uns leckere Spiegel erbraten können. Jetzt schwitzen wir einfach mal. Schwitz. Switchen, Alter. Mein Deutsch lässt wieder zu wünschen übrig. Aber naja. Sind da noch zwei. Und denke, dann haben wir. So, dann gehen wir mal zu unserem Hauptakt. Man kann auch schon im Hintergrund sehen, worum es heute geht. Nämlich um einen Fendt 1050 Vario. Er steht jetzt zwar schon da, jetzt gehen wir mal kurz zu den Kontodaten über. Auf P natürlich, den Händler, Traktoren und dann haben wir auch das schöne gute Stück. So, der 1050er Vario hat eine Maximalleistung von 368 kW, entspricht 500 PS. Unterhaltskosten 135 Euro. Gut, es ist ein bisschen mickrig gemacht, also ich hätte mindestens 350 bis 400 Unterkosten da, wirklich der ein Großtraktorschlepper ist, aber gut, das ist jetzt mal eine Nebensache. Der Preis von 390.000, ich denke, der ist gerechtfertigt. Er ist zwar sehr teuer, aber es ist natürlich eine Maschine der Luxusklasse. Dazu haben wir noch die passenden die Zwillingsreifen für Front- und Heckanbau praktisch, also was ist der Front- und Heckanbau für die hinteren großen Reifen und für die vorderen. Und dort kosten 5 Euro gut, auch ein bisschen, aber es geht. Der Preis von 8.000 Euro ist erträglich. Dann haben wir natürlich noch zu ein passendes Gewicht vom Fendt noch gestellt mit 3.300 Kilogramm mit der Fendt-Aufschrift, wie man auch dann später noch lesen oder weiter sehen kann praktisch, zu einem Preis von 3.400 Euro. Ich denke, das ist sehr passabel gehalten. Also, das sind wir jetzt wieder da. Erstmal gehen wir gleich mal zum Gewicht über, wie ich euch gerade gesagt habe, die Fendt-Aufschrift 3.300 Kilogramm. Also es ist ganz, das 3.300 Kilo ist, wenn man es jetzt genau und richtig sieht, ist es nicht verpixelt. Also ich muss sagen, es ist zwar Schatten, finde ich sehr gut. Also wirklich muss man jetzt sagen, großes Lob an den Entwickler, an den Macher praktisch. Er hat sich wirklich Mühe gegeben, man sieht auch an den Kugeln. Klar, man hätte jetzt noch Splint auf der Seite mit Löchern versetzen können, aber es ist schon sehr gut gemacht. Dann kommen wir als nächstes zu unseren Zwillingsreifen, die sehr gut verpackt sind. Hier mit den, wie soll ich, mit den Spanngurten noch verpackt, dass sie ja nicht runterfallen. Aber es hat sich wirklich eine sehr Mühe gegeben, muss ich sagen. Bin sehr zufrieden damit. Wie man jetzt auch hier sehen kann, praktisch jetzt an dem Fendt die Reifen. Aufschrift sehr gut gehalten. Jetzt, wenn wir es mal so vom Großen betrachten her, also er ist sehr gut gelungen. Hier noch das Vario-Grip zu lesen innen drin, also Hut ab. Also natürlich auch, wie mein Name schon sagt, Fendt. Ich bin natürlich immer wieder begeistert, wenn man einen Fendt-Traktor vorstellen darf, beziehungsweise einen Mercedes-Benz-Traktor oder einen Unimog, wie man auch sagt. Weil einfach super Maschinen sind. Was mir natürlich einen Entwickler, muss ich sagen, auch sehr gut gefällt an den neuen Fendt, ist die Schnauze jetzt. Die Kantenführung, praktisch der Abblendlichter und praktisch der Scheinwerfer des Fernlichters jetzt sind die Kanten sehr gut gehalten, muss ich sagen. Super. Dann hier die Federung und wie man auch sehr sieht, irgendwie für die. Praktisch für die Kugeln oder die Schlüssel hier noch die Verbindungen, dass man sie nicht verliert, praktisch die Kabelverbindungen, dass es nicht verloren geht. Ah, wie man sieht, einen kleinen Pixelfehler hat es, aber es hält sich in Grenzen. Dann ist hier noch der Allradantrieb. Super gemacht. Noch die Fendt-Aufschrift, wie man jetzt genau lesen kann. Mit noch so einem Glanzeffekt, also super gemacht. Keine Widersprüche bis jetzt noch. Hier kann man auch wieder schön das Vario-Grip-Zeichen erkennen. Dann kommen wir zu unserem Heckanbau, wo man natürlich sehr gut gemacht sieht, wie die Knöpfe jetzt praktisch das
man die Unterlenker hochheben kann, niederlassen. Die Zapfhälle kannst du sogar drehen, praktisch für den Anschluss. Wenn man die Maschine, jetzt gibt es ja eine Mod, wo man die Zapfhälle anschließen kann. Ich weiß aber nicht, ob man jetzt, ich glaube, die Zapfhälle muss man davon nicht drehen oder so. Das ist so genau, wie sie es nicht gemacht haben. Und vielleicht wird es auch beim 17er, LS17, schon bald kommen. Was heißt der LS17? Jetzt sind wir auch schon beim Thema. Da wird natürlich wieder unser Prachtstück, wie man jetzt hier sehen kann, auf jeden Fall auf dem Titelbild enthalten sein. So, dann machen wir mal einen kleinen Weg nach rein auf F1. Die Tür kann man öffnen. Ja. Also man sieht, es ist kein Aufstieg jetzt gemacht, praktisch, aber es ist ja auch nicht notwendig. Dann haben wir laute IC-Tasten. Wir schließen die Tür wieder. Spiegel links und rechts und sogar noch oben. Also dann beginnen wir mal. Man kann natürlich die Schutzbleche links vorne vom Rad entfernen und auch rechts. Dann kann man noch das Cockpit, praktisch die Motorhaube öffnen. Da kommen wir auch gleich weiterhin dazu. Also das Aufklappen, das 12,4 Liter MAN Motor mit einer Leistung von 500 PS, also sehr gut gemacht. Da sieht man jetzt noch so viel Chrom drinnen, wie der Luftfilter wird das wahrscheinlich sein, wo es so richtig glänzt. Also, das schließen wir wieder mal. Dann haben wir noch irgendwie so ein In- und Out, wie man jetzt sehen kann. Praktisch mal, das soll wahrscheinlich darstellen, wie man jetzt sehen kann, dass die Scheibe dreckig ist oder sauber. Also, finde ich natürlich so besser, wenn es nicht dreckig ist, dann sieht man es auch genauer. Dann den Sonnenschutz. Dann haben wir natürlich auch den... Können wir den Innenspiegel, wie man hier sieht, praktisch wegmachen und hermachen. Dann haben wir noch einen rechten Sonnenschutz, passend für die Geräte, also für die Instrumente geschaffen. So, dann kommen wir mal zum Ding. Ah, das sind die Scheibenwischer. Okay. Sogar noch rechts einer ist dann praktisch auch einer. Dann noch das Lenkrad natürlich, weiter verstellbar. Dann können wir noch eine Kühlbox für das glühende Schlückchen Bier, aber wohl Bier darf man ja nicht trinken, wenn wir fahren, wenn wir einen wirklichen Maiswechsel einsetzen, aber eins geht immer wieder, würde ich jetzt mal sagen. Das ist natürlich ein super, super Ding, Zusatzmod kann man sagen, also eine Ergänzung, da hat man eine Kühlbox drauf. Es ist ein kleiner Fun-Mod, wenn man jetzt hier von der Seite sieht, wenn man praktisch der Häcksler neben anfährt oder so vorbeifährt, es ist einfach, es gibt einen kleinen so Ding an Sturm einfach. Dann kann man hier sein iPhone rein tun oder Telefon, je nachdem was jeder Fahrer bevorzugt. Weil bei der heutigen Landwirtschaft muss ja jeder irgendwie auch erreichbar sein. Dann natürlich können wir noch die Armlehne erhöhen, um bessere Funktionen zum Variotronic, zu den Hebel zu haben. Also praktisch zum Vor- und Zurückfahren. Dann haben wir natürlich noch unsere Warnschilder, die man einzeln praktisch zuschalten kann, wie man jetzt rechts sieht und links. Event, dann haben wir noch das Heckfenster, was sehr gut gemacht ist. Der Glanzeffekt gefällt mir sehr gut, wenn es sich so spiegelt. Man sieht richtig, dass eine Scheibe verbaut ist. Dann kommen wir zum... Das haben wir schon. Ach, eine Dachluke hat er auch. Okay. Oh, super. Zum anderen haben wir noch, was ist das? Ach, für Heck noch, okay. Ja, freilich, wenn man an Sonnenuntergang arbeitet, ist auch wichtig. So, dann haben wir schon fast alles durch. Dann haben wir noch das. Das wundert mich, was das ist. Das bin ich selber ein kleines bisschen überfragt. Dann können wir noch den Reservetank praktisch. Für das Öl oder so können wir noch auffüllen. Also jetzt ist der hier. Und dann können wir noch den Reservetank wieder entfernen. Dann ist der wieder weg. Wenn es mal fürs Häckseln etwas länger wird. Dann können wir noch den Sitzbezug wegmachen und hin. Natürlich, dass der Sitz auch geschoben wird. Wegen der dreckigen Arbeitshosen oder so. So, dann kommen wir mal zum Motorsound. Also dann schließen wir mal die Türen, ob wir auch einen In- und Outdoor-Sound haben.
Also haben wir jetzt leider nichts. Wie man jetzt rechts unten an der Geschwindigkeitsanzeige sehen kann, ich jetzt auf 66 und jetzt wieder hoch. 75 ist schon sehr gut gehalten. Also meiner Meinung nach ist 60 schon sehr schnell. Gut, das ist natürlich Einstellungssache. Also 75, es ist ein bisschen zu schnell. Eine Handbremse kann ich letztens nicht erkennen hier irgendwie. Nein. Dann können wir natürlich noch die Fahrtrichtungsänderung. Also das ist natürlich wie noch bei jedem Großtraktor heute irgendwer muss. Wenn man hier jetzt einen Häcksler anbaut, einen Heckhäcksler und irgendwie dann praktisch, dass das Genick nicht einschläft oder steif wird, weil man ja mit diesen Maschinen doch riesige Flächen leistet. Oder praktisch für Silo-Kreuzen gedacht ist, wenn man hinten ein größeres Raumschild hat. Dann haben wir noch Radgewichte mit 9. Jetzt kann man sehen, die hinteren rechts und links. Dann haben wir noch eine Heckladerkonsole. Okay, da kommt noch so eine Funktion, da kann man anscheinend was anhängen. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, also sehe ich jetzt irgendwie auch das erste Mal. Das wird wahrscheinlich für größere Maschinen sein, wie bei einem Case Magnum, so eine Zusatzhalterung, praktisch da die Unterlenker vielleicht ein bisschen zu schwach sind, okay. Ansonsten haben wir jetzt nicht mehr viel, dann haben wir noch das Licht, das normale Abblendlicht, das Fernlicht, das Hecklicht mit den Arbeitsscheinwerfern, was sehr gut ausstrahlt für nachts. Und natürlich noch das kombinierte Arbeitsscheinwerferlicht mit dem Abblendlicht. Die Lichteffekte sind sehr gut gehalten. Wie man jetzt auch sehen kann, das Lüftungsrad bewegt sich. Jetzt machen wir nochmal die Motorhaube auf. Sehr schön gemacht. Okay, wenn man aufsteigt, praktisch mit dem Motorsound, also es funktioniert leider nicht, dass es weitergeht. So, dann schließen wir das. Also der Sound ist toll gehalten, muss ich sagen. Wie man jetzt sehen kann, sieht man richtig den Allradantrieb arbeiten vorne noch. Natürlich die Spiegel sind da. Sind also finde ich schon toll gemacht, die Spiegel. Sind jetzt praktisch auch für schwächere PCs geeignet, dass auch nicht jetzt nicht zu eine starke Grafikkarte erforderlich ist. Also ein Manko habe ich jetzt entdeckt, das Gewicht, es würde sich ein bisschen höher gehoben werden, weil sonst natürlich bei Ackereinfahrten natürlich ein kleiner Manko entsteht, wenn man irgendwie so einen Berg abfährt, dass es irgendwie dran schleift. Jetzt haben wir noch die Zwillingsreifen mit M, für natürlich wirkliche Massenanbau. Wie man es ja auch sieht, die Verbindung ist schön gesteckt, dass es ja nichts ist. Praktisch halt. So. Die machen wir jetzt wieder weg. So, natürlich. Also. Das haben wir alles schon. Dann noch das Bremslicht. Funktioniert. Oben auch noch. Über den Schild, wie man jetzt sehen kann, auch noch eine Leuchte. Dann Blinker rechts. Links und funktioniert. Natürlich das vorne das gleiche. Rechts und links. Der Sound alles abgestimmt passt. Was mir natürlich mir sehr wichtig ist, Leute, das wisst ihr auch selber, mit einem Traktor musst du auch was arbeiten können. Praktisch, was ist bei solchen Traktoren immer wichtig? Der Unterlenkeransatz. Also sprich, wie verhält sich die Maschine im Fall? Da ich natürlich irgendwie ein bisschen Futter mähen sollte für die Schafe, nehmen wir mal einfach. Also er hebt es sehr schön weg, weil es praktisch bei den guten alten Zeitpack mit dem Schlitter schleift er das Mähwerk praktisch am Boden immer ein bisschen, wenn man es auch irgendwie angehoben hat. Und jetzt bitte keine geistreichen Bemerkungen, wie man könnte, es gehört sich ein Schmetterlingsmehrwerk so dran. Ich weiß das auch, Leute. Es ist jetzt nur ein Probeversuch. Ich will auch, wie sich der Traktor irgendwie verhält. Okay, man sieht ja, wenn man jetzt eine Indoor-Innenansicht hat, die Sitzfederung arbeitet wirklich sehr mit.
wirklich zerfetzt. Aber sehr schön gemacht, wenn er sich jetzt praktisch vor dem Motordrehzahl hat und wenn man es richtig hier sieht, wie jetzt schwarzer Rauch kommt aus dem Auspuff, sehr toll gemacht. Hoffe ich zerfetze jetzt nicht meine Miracle, weil er doch sehr viel PS-Leistung hat. Bei der BGA, danke für die Information, aber wir haben jetzt leider keine Zeit. Also sehr toll gelungen. Der Heckanbau ist gut. Er hebt sehr schön raus. Keine irgendwie Pixelfehler, muss ich sagen. Damit hier so ein Fehler entsteht. Oh, kleiner Fehler. Ah, stimmt, weil der Traktor mit IC-Tasten versehrt worden ist, praktisch musste er auch irgendwie eine Anstrengung haben. Also ich muss sagen, also das einzige Manko ist jetzt praktisch das Mähwerk, nicht das Mähwerk, das Gewicht immer, praktisch die Höhe. Ich weiß nicht, ob das bei den Maschinen auch so ist. Also eine kleine Idee würde jetzt, wenn er höher heben würde, wäre nicht schlecht. Also meiner Ansicht 4 von 5 Sternen, also wir geben jetzt 4,5 und noch einen halben, weil das eine Manko ist. Ansonsten bin ich sehr zufrieden und vielleicht die Geschwindigkeit 75 ist ein bisschen Ding, also den halben Stern Abzug, weil 60 würde reichen. Es wäre auch genau originalgetreu, ich glaube nicht, dass der neue fängt 75 Rennen, es ist ein bisschen übertrieben. Wir wollen, wie ihr wisst, wollen wir ja immer realitätsnah sein. Und ansonsten ein sehr gelungenes Fahrzeug und für jeden Großbetrieb sehr empfehlenswert. Für mich ist es ein bisschen zu groß, aber ich denke, für ihr wird immer wieder Platz finden für ihn. Und es ist ein wirklicher Kraftpaket für jede Arbeit geschaffen. Was ich jetzt gerade bemerke, haben wir noch die Rundumleuchten, hätten wir jetzt fast vergessen. Die leuchten auch exakt. Also ich würde mich jetzt stark wundern, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre. Aber es passt. Also ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch zu einem weiteren Video. Und ich hoffe, ihr habt Spaß am Zocken, auch wenn das Wetter jetzt gerade nicht so ist, wie ihr merkt. Wir haben nur 15 Grad, aber in der Wohnung geht es ja immer wieder. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Euer Fan 822. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, vielleicht sogar ein Abo, weil ich noch irgendwie euch. Wir wünschen mir, wenn die Community wächst, und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr Kommentare da lässt. Was war super? Was würdet ihr? Was haltet ihr von dem Traktor? Was findet ihr für Mankos und was behauptet euch nicht so? Also, Leute, haut rein, viel Spaß am Zocken. Bis zum nächsten Mittwoch. Ciao, euer Fendt.